In meinem heutigen Video soll es um Fahrradversicherung gehen. Und eins gleich vorneweg. In der Videobeschreibung findest du Links und Informationen zu dem Thema und auch Produktempfehlungen, um dein Bike besser zu schützen. Stell dir mal vor, du hast ein neues Fahrrad, gerade E-Bikes sind ja momentan voll im Trend und du weißt ja, wie lange du darauf gespart hast. Oder du hast dein Rad sogar finanziert und zahlst es monatlich ab. Jetzt stellt sich die Frage, lohnt es sich, das Bike noch für teuer Geld zu versichern? Was ist eigentlich mit deiner Hausradversicherung oder willst du doch lieber auf Lücke setzen? Die wichtigsten Tipps bekommst du in diesem Video. Nach einem kurzen Intro geht's auch schon los. Wenn du an Fahrradversicherung denkst, fällt dir bestimmt als erstes das Szenario ein, dass dein Fahrrad geklaut wird. Und das völlig zu Recht. Im Jahr 2020 wurden bundesweit 145.000 versicherte Fahrräder gestohlen. So sagt es die offizielle Statistik. Ja, hier werden nur die versicherten Räder erfasst, weil für unversicherte Räder häufig auf Anzeigen verzichtet wird. Und durch den Fahrrad- und E-Bike-Boom der letzten Jahre lag die durchschnittliche Entschädigung bei 730 Euro. Vor 10 Jahren noch betrug diese rund 400 Euro. Auch hier spiegelt sich der Trend nach teureren, hochwertigeren Fahrrädern wider. Also, allein die Statistik spricht schon dafür, über eine Versicherung nachzudenken. Aber welche Szenarien sind denn denkbar? Erstens, du kommst morgens in deine Garage, stellst fest, dass das Garagentor aufgebrochen wurde und dein Fahrrad weg ist. Oder dein Fahrradkeller wurde geknackt und dein Rad ist gestohlen. In solchen Fällen greift schon deine normale Hausradversicherung. Denn es handelt sich ja in den geschilderten Fällen um einen Einbruchdiebstahl, der im normalen Versicherungsumfang drin ist. Auch ohne den zusätzlichen Einschluss Fahrraddiebstahl bekommst du dein Fahrrad ersetzt. Aber ganz ehrlich, wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Viel häufiger passiert doch Folgendes. Nämlich zweitens, du stellst dein Fahrrad irgendwo in der Stadt, vor der Uni oder der Schule ab, kommst nach einiger Zeit zurück und stellst fest, dass da eine Lücke in der Matrix ist. Dein Bike ist weg. Hier nutzt dir die Standardhausradversicherung nämlich genau gar nichts. Es sei denn, du hast den Einschluss vom Fahrraddiebstahl vereinbart. Dann ist es in der Regel auch wurscht, ob es sich um ein E-Bike, Mountainbike, Citybike oder was auch immer handelt. Und jetzt kommt es tatsächlich auf deine Hausradversicherung an. Leider gibt es noch immer viele Verträge, in denen die Höchstentschädigung für den Fahrraddiebstahl prozentual zur Versicherungssumme geleistet werden. Hier gelten dann meist 1 oder 2%. Wenn du zum Beispiel eine Hausratversicherungssumme von 50.000 Euro hast, was immerhin einer Wohnfläche von ca. 77 Quadratmetern entspricht, würdest du gerade mal 500 Euro als Höchstentschädigung für den Fahrraddiebstahl bekommen. Achte deshalb darauf, dass du hier eine separate Versicherungssumme für dein Fahrrad wählen kannst. Auch solltest du mal in deinem Versicherungsschein nachschauen, ob es hier noch die sogenannte Nachtklausel gibt. Die besagt nämlich, dass Fahrraddiebstähle in der Zeit von 22 Uhr nachts bis morgens um 6 grundsätzlich nicht erstattet werden. Es sei denn, das Fahrrad hätte sich im Gebrauch befunden. Auch keine geile Klausel. Deshalb Vertrag aktualisieren oder gleich richtig machen. Und richtig machen bedeutet eben eine Fahrradversicherung abzuschließen. Ja, du hast richtig gehört, Fahrradversicherung, nicht bloß Fahrraddiebstahlversicherung. Was spricht dafür? Klar, die Anzahl der Fahrraddiebstähle ist hoch und könnte sogar noch weiter ansteigen. Die Fahrräder werden immer hochwertiger, so dass ein Schaden immer mehr ins Geld geht. Klar kannst du im Facebook posten, dass du eine Belohnung für dein gestohlenes Bike aussetzt. Das macht aber in der Regel genauso wenig Sinn, wie wenn du dem Dieb wünschst, ihm mögen die Hände abfallen. Und klar kannst du das Diebstahlrisiko minimieren, indem du dir zum Beispiel ein hochwertiges Schloss zulegst. Aber vergiss nicht, jedes Schloss ist knackbar. Es geht bei den Schlössern eigentlich nur darum, wie lange sie Widerstand leisten und vielleicht schlechter ausgerüsteten Dieben Paroli bieten. Ich habe ein paar Schlösser verlinkt, denn es ist für die Versicherung immer Grundvoraussetzung, dass dein Fahrrad verschlossen war. Aber achte auch darauf, ob dir dein Versicherer ein bestimmtes Schloss oder einen bestimmten Hersteller vorschreibt. Und was du natürlich auch in jedem Fall tun musst, bei einem Diebstahl musst du den bei der Polizei anzeigen. Aber nun zu den Unterschieden zwischen Fahrraddiebstahleinschlüssen in der Hausradversicherung und der speziellen Fahrradversicherung. Der wichtigste Punkt ist wohl, dass die Fahrraddiebstahlversicherung, wie der Name schon sagt, in der Regel eben nur für Diebstähle versichert ist.
häufig mit einer, wie ich schon sagte, niedrigen Entschädigungssumme. Bei der Fahrradversicherung legst du selber den Wert individuell fest. Hier gibst du dann den Rechnungsbetrag deines Rades inklusive des Schlosspreises an und weißt somit, dass die Versicherungssumme schon mal stimmt. Und jetzt kommen die zusätzlichen Leistungen der speziellen Fahrradversicherung. Denn meist sind folgende Punkte ebenfalls versichert. Vandalismus, also wenn dir zum Beispiel jemand die Felge mutwillig krumm tritt. Teildiebstahl, das kann ziemlich teuer werden, wenn dir zum Beispiel der Akku geklaut wird. Auch Unfälle sind häufig versichert. Hier wird aber nur der Schaden am Fahrrad erstattet, ähnlich wie bei einer Vollkaskoversicherung fürs Auto. Auch unsachgemäßer Gebrauch ist häufig mitversichert, wenn du also mit deinem Club-E-Bike beispielsweise Downhill fährst. Und gerade für E-Bikes interessant, Wasserschäden, Elektronikschäden und Schäden, die über die Garantie- oder Gewährleistungszeit hinausgehen. Und auch interessant, wenn du mal längere Touren fährst, der sogenannte Mobilitätsschutz, also eine Art Schutzbrief, wo zum Beispiel Abschleppkosten etc. fürs Fahrrad übernommen werden. Klar wirst du dich jetzt fragen, was solch eine Fahrradversicherung kostet. Nun, das hängt natürlich zum einen von der Versicherungssumme, also dem Fahrradwert ab, aber häufig auch von deinem Wohnort. Klar, dass die Versicherer für Orte, an denen besonders viel geklaut wird, entsprechend höhere Beträge aufrufen. Ich habe dir aber unter dem Video meine Homepage verlinkt, da kann ich dir gerne ein individuelles Angebot erstellen. Aber du wirst überrascht sein. Eine spezielle und vernünftige Fahrradversicherung kostet in der Regel nicht mehr oder nur geringfügig mehr als ein entsprechender Einschluss in der Hausratversicherung, bietet dafür aber wesentlich mehr Leistung. Und, das ist zumindest meine Erfahrung, die Abwicklung im Schadenfall ist meist deutlich einfacher und unkomplizierter. Die Versicherer haben eine eigene Hotline, die dich zum Beispiel dann unterstützt, wenn du mit deinem Bike irgendwo hängen bleibst, im Rahmen des Mobilitätsschutzes. Da wird sogar dein E-Bike verladen und gemeinsam mit dir zur nächsten Werkstatt gebracht. Finde ich, ist eine coole Leistung, oder? Deshalb mein Fazit gerade bei hochwertigeren Fahrrädern. Eine spezielle Versicherung lohnt sich und macht absolut Sinn. Denn sie schützt eben nicht nur ein bisschen und eben auch nicht nur bei Diebstahl. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du auch schon Erfahrungen mit Fahrradversicherung hast, lass doch einfach einen Kommentar da. Für heute war es das. Bis zum nächsten Mal. Bleib positiv, bleib produktiv und vor allem bleib gesund. Euer Thomas Schneider.